Der Schelling-Salon hat Seltenheitswert. Das ganze Flair, das findet man in ganz München nicht. Es ist halt ein buntes Völkchen, was da zusammenkommt. Du hast einerseits junge Leute da, Studenten, die einen trinken. Und daneben hast du Leute, die Schach spielen und vielleicht auch mal ein bisschen älter sind. Und alle sind zusammen und trotzdem gemeinsam. Wenn wir schon anstoßen, dann stoßen wir miteinander an. Alle Generationen zusammen an einem Tisch. Ja. Es gibt genügend überstylte Bars, die schon sehr gemütlich und irgendwie auch authentisch einfach. Es ist ein Fels in der Brandung dieser grausamen Gastronomie rundum. Ein Fels, der sich in 150 Jahren kaum verändert hat und der trotzdem, während andere schließen müssen, bestehen kann. Wir wollen herausfinden, wie das geht. Das Tolle ist die Wirtin, die sich hier wirklich engagiert. Das ist unglaublich. Die macht es so, dass man merkt, die macht es gern. Und wenn man was gern macht, dann läuft es. Die Wirtin, das ist Evi Mehr. Sie glaubt an die Kraft des Altbewährten. Ja, mein, ich habe vielleicht auch meinen eigenen Kopf. Das kann auch sein. Und warum soll man da jetzt irgendwie was umbauen oder neu machen oder modern machen, was dann vielleicht momentan hip ist und dann in 5 Jahren ist das total aus, also out. So thront der Schelling-Salon wie eh und je in der Maxvorstadt an der Ecke Barer Schellingstraße. Während in seiner Umgebung die Gastronomie längst einem sich stets ändernden Zeitgeist folgt, um zu überleben. Demgegenüber kann sich der Schelling-Salon auch deshalb behaupten, weil er seit 4 Generationen in Familienbesitz ist und keine Pacht bezahlt werden muss. 1872 gründen Silvester und Fridoline Mehr das Gasthaus damals noch am Stadtrand Münchens. Anstelle des Biergartens errichten sie um die Jahrhundertwende das imposante Vorderhaus und machen daraus ein Wiener Café-Restaurant mit Billard. Maria und Silvester Mehr sind die dritte, vierte Generation und die Eltern von Evi. Diese BR-Archivaufnahmen zeigen den Schelling-Salon in den 1980er Jahren. Schon damals packt Evi Mehr im Lokal mit an. Hinter der Theke steht noch ihr Vater Silvester. Der muss einmal darüber stellen, dass wir das noch nachmachen können. Das ist sonst meine Haupttätigkeit, ne? Und meine Tochter, die steht mir sehr zu. Das ist die Tochter. Ja. Die ist halt 23 und macht das eigentlich schon, das Geschäft. Ja, es ist schon lang, lang her. Da waren wir alle ein bisschen jünger. Machen Sie es auch weiter. Ich meine dazu. Ja. Das ist eine alte Familientradition. Ja. Muss aber man weitermachen. Die Entscheidung war gut. Und ich meine, ich bin ja seit meinem dritten Lebenstag da herinnen. Also seit ich vom Krankenhaus rausgekommen bin mit der Mama. Und ja, ich bin halt da aufgewachsen. Das ist halt meine Heimat. Seit dem Tod ihrer Eltern ist Evi Mehr alleinige Chefin. Um 7 Uhr früh ist sie die Erste und um 1 Uhr nachts die Letzte. Eine fleißige Wirtin und die lange Familientradition sind 2 Eckpfeiler, warum der Schelling-Salon so gut läuft. Es braucht aber auch Gäste, die einen guten Grund finden, hierher zu kommen. Also ich glaube, ich habe jetzt mein 40-Jähriges da drin. Ja. Ja, ich habe meine Frau hier drin kennengelernt, also ich kann nicht klagen. Ja. Schelling ist mein Wohnzimmer. Weil man mit Leuten am Tisch sitzen kann, die würde man sonst, also denen würde man einfach nicht begegnen, so wie es auf der Wiesn vielleicht auch ist. Well, in Korea there's no restaurant looks like this. Und auch mein Freund hat gemeint, dass er sich hier auch immer dann doch sehr willkommen fühlt, wie als wäre er in Deutschland angekommen. Einfach so, wenn er dann hier ist und dann vielleicht auch so ein bisschen Zeitung liest oder sowas. Ja, und man kennt sich auch untereinander über 10 Jahre. Das kommt erschwerend hinzu. Also so und bevor wir ins Heim gehen, dann treffen wir uns lieber hier. Ne? Das ist einfacher. Rund 500 Stammgäste hat Evi Mehr. Manche kommen täglich. Dieser Stammtisch jeden Donnerstag. Einer geht noch ab, ja. Ja, der Hirsch geht ab. Kommt aber auch gleich noch. Kommt er noch? Ja, dann. Mahlzeit, gell? Bis später dann. Bis später. Hinterher. Ja, da ist er auch, der Hirsch. Super, bitte sehr. Extra reingefallen. Danke, danke. Gut, auf alle Fälle, klar. Wir haben
Arbeitslose da, wir haben Studenten da, wir haben Professoren da, wir haben Banker da, also wir haben Handwerker da, wir haben alles da. Erst kürzlich hat ein Gast zu mir gesagt, eigentlich ein Fremder, sagt er, wissen Sie, bei Erna ist es eigentlich schön, ich komme, ein älterer Herr, ich kann allein kommen, essen und darf dann nach dem Essen nur sitzen bleiben und meine Zeitung lesen, ohne dass ich hinausgeschmissen werde. Auch die Billardspieler drängt niemand, etwas zu konsumieren. Selbst wenn sie bis spät in die Nacht spielen. Bitte schön. Hallo, hat sie noch einen Tisch? Jetzt die nächste halbe Stunde? Ja, jetzt wird langsam. Die Billardtischvergabe, eine ausgeklügelte Zettelwirtschaft. Wir spielen sonst immer daheim auf einem ganz kleinen Tisch. Und da haben wir jetzt geübt. Und dann haben wir gesagt, wenn wir mal in München sind, gehen wir mal zum Schellingsalon und gucken, ob es was gibt. Okay. Ja. Dann ist halt der große Tag. Ja. Okay. Mal wieder auf dem richtigen Tisch. Mal wieder gucken, ob wir noch was treffen. Gell? Ja. Ja. Vielleicht wird er in Zukunft ein neuer Stammgast im Schelling-Salon. Hat eine schöne Atmosphäre hier. Ja? Schöne Lampen auch. Ja. Nicht so altmodisch? Nö, ich mag das Altmodische. Man lernt hier nicht nur Billard, man lernt im Schelling-Salon auch Toleranz. Keiner der Schachspieler lässt sich vom lauten Klacken der Billardkugeln in seiner Konzentration stören. Seit 40 Jahren ändert sich an diesem Tisch eigentlich nichts. Wir kennen uns schon ganz lange. Also der Alfons, der Bernhard und ich, wir sind die längsten Spieler hier. Never change a winning team, würde ich sagen. Andererseits, hier sind ja immer sehr viele junge Leute da. Das ist ja da schon was Besonderes. Die Stammgäste, auch ein Grund für das Überleben des Schelling-Salons. Gibt es noch anderes? Schelling-Salon ist genial. Das ist ein Lokal mit einer gigantischen Geschichte. Viele prominente Leute waren da auch fragwürdige. Jetzt sind wir im Schelling-Salon-Museum. Das hat mein Vater ins Leben gerufen. Und da herin ist ein richtiges Sammelsurium über lauter alte Sachen vom Schelling-Salon. Im Laufe von 150 Jahren gehen im Schelling-Salon namhafte Gäste ein und aus. Lenin beispielsweise. Vielleicht sitzt er während seines Exils in München an einem dieser Tische. Vielleicht isst Bertolt Brecht bei seinem Besuch von diesem Geschirr. Und Wassily Kandinsky bezahlt an dieser Kasse. Vielleicht benutzt Franz Josef Strauß in seiner Jugend einen solchen Krug. Ja, es ist halt erzählt worden, dass unter anderem auch der Franz Josef Strauß für seine Eltern oder beziehungsweise für seinen Vater halt ein Maß Bier geholt hat. Aber es ist nur dreiviertel zahlt worden, weil er natürlich viel Schaum drin war. Hier ist Franz Josef Strauß 1918 mit seinem Vater zu sehen, der schräg gegenüber des Schelling-Salons eine Metzgerei betreibt. Im Schelling-Salon verkehrt auch ein noch unbekannter Adolf Hitler, bis er wegen unbezahlter Rechnungen Hausverbot erhält. Wenige Jahre später befindet sich nur zwei Häuser weiter die erste NSDAP-Parteizentrale. Ein früher Gegner der Nazis ist ebenfalls Gast im Schelling-Salon, Ödin von Horvath. Er lauscht hinüber zu den Nachbartischen. Entdeckt beim Zuhören das Ungemütliche hinter dem Gemütlichen und verewigt den Schelling-Salon in seinem ersten Roman Der ewige Spießer. Die Historie ist sicher auch ein Grund, warum heute noch Künstler hier einkehren. Ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie beleuchten könnt oder ob das nicht spiegelt. Das ist der Schelling-Salon und die ganze Schellingstraße. Ich bin der Weltmeister der monumentalen Miniatur. Und ich habe ihr das Geschenk zum 150-jährigen Bestehen mit großer Freude, weil ich die gern mag. Damit sind auch die Bedienungen gemeint. Gerade in Zeiten des Personalmangels ist ein treues Team für das Überleben einer Gastwirtschaft besonders wichtig. Im Schelling-Salon arbeiten einige seit 25 Jahren und länger. Das ist natürlich hervorragendes Personal. Danke sehr. Ja. Ohne Stimmung geht gar nicht. Das muss man Stimmung haben.
ist positiver Stress. Diese Adrenalin ist dann ein bisschen her. Und dann, wenn man 100 Gäste bedient hat und dann die alle sind zufrieden, was hat man? Gute Stimmung. Obwohl eine der schlechtesten Zeiten für Evi Mehr und ihren Schelling-Salon gerade erst überwunden ist. Das, was also wirklich gravierend war, das war das Corona, der Lockdown. Also besonders, dass man 7 Monate nicht aufsperren durfte. Du sitzt quasi in deinem eigenen Lokal herin, die Türe ist zu und du hast nichts angestellt und du darfst nicht arbeiten. Meine Leute haben Kurzarbeit gekriegt und ich habe den Rest aufgestockt auf die 100%. Gaststätten haben ein Problem mit Personal, hier nicht. Warum? Es ist wegen Chefin. Ja? Genau. Weil die organisiert alles gut und wir sind wie eine kleine Familie sozusagen. Und in Corona-Zeit hat sie sehr gut auf uns aufgepasst, für uns was getan und dann wir sind da alle geblieben. Also einfach so. Nicht zuletzt entscheidet die Küche über das Wohl und Wehe eines Gasthauses. Hier wird gut Bürgerliches serviert. Das ist eher sowas wie, was meine Oma zum Beispiel kochen würde. So, genau. Und deswegen fühle ich mich so ein bisschen, ja, wie es würde ich in die Zeit sitzen. Hier können wir sogar noch mit Familie und Kindern so essen, dass wir es bezahlen können. Auf Deutsch gesagt, ehrlich. Und das finde ich ja nicht mehr. Selbst alte Spezialitäten wie Milzwurst gibt es noch. Und viele Gerichte unter 10 Euro. Es sind moderate Preise, ja, aber man muss ja auch nicht mordsmäßig verdienen. Also ich sage halt auch immer, wie mein Vater schon immer gesagt hat, auch bei den Mieten, bei uns im Haus leben und leben lassen. Ein Prinzip, das den Schelling-Salon so besonders macht. Und man merkt ja, es ist immer voll. Das heißt, die Leute mögen es. Das heißt, für mich, es soll genau so bleiben, wie es jetzt ist. Und dann werden die Leute trotzdem noch, dann werden die Leute deswegen noch herkommen. Bleibt für den Schelling-Salon nur eine Schicksalsfrage. Wer wird einst Evi Mehr nachfolgen? Das steht noch nicht fest. Also bis 80 werde ich nicht dahinterstehen, aber eine Zeit lang werde ich schon noch machen. Es wird sich eine sehr gute Lösung finden, wie das dann wieder weitergeht. Das ist dem Schelling-Salon zu wünschen. Er hat das Zeug dazu, auch in Zukunft zu bleiben, was er ist.